was bisher in Alone in the Dark geschah. Mein Gott! Wer zum Teufel bin ich? Oh, ich bin Sarah Flores. Ich bin Kunsthändlerin. Sie sind kein Polizist. Ich erinnere mich an absolut nichts, was vor heute Abend war. Edward, er kennt mich nicht. Ich bin Theophil Paddington. Ein großer Teil deiner Erinnerung ist dabei leider verloren gegangen. Davon habe ich dich befreit, Edward. Das war in dem Stein eingeschlossen. Wir müssen zum Park. Wir treffen uns im Museum, Edward. Raum 943. Und mit diesen Bildern begrüße ich euch zu einem weiteren Let's Play. Naja, was auch zu einer weiteren Folge von Alone in the Dark. Theophil ist leider etwas, naja, dahingeschieden, wie man sieht. Tut mir auch wahnsinnig leid. Was zum... Warum hat er das gemacht? Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Scheiße! Was zum Teufel ist das? Wen hat er da angebrüllt? Keine Ahnung. Gib mal kurz Ruhe. Wir treffen uns in Raum 943? Scheiß drauf, ich hau ab! Dieser Schnitt geht bis fast auf den Knochen. Mir geht's gut. Du hast einen Schock und spürst das nicht. Das Museum ist 30 Blöcke entfernt. Wenn du dahin willst, müssen wir erst die Blutung stoppen. Kapiert? Und genau das werden wir in dieser heutigen Folge tun, denn unserem lieben Ding geht's nicht so gut. Ja, ja, ich weiß. Du verlierst zu viel Blut. Wir haben dafür noch 6 Minuten Zeit, noch, dass wir uns was finden. Ja, oh Gott, wir tropfen alles voll. Seht ihr? Oh. War ja klar. Vielleicht können wir hier irgendwo was finden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hab's noch nie so weit gespielt gehabt. Als ich jetzt aber angefangen hatte damals, da war ich nie so weit gewesen. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was jetzt hier sonst erwartet. Und bin doch gerade ein bisschen am Verzweifeln. Ein Krankenwagen! Ne? Vielleicht können die uns helfen! Okay, dann nochmal! Hilfe darauf! Na, dann werden wir mal gucken, ob es geht. Ich werde ohnmächtig. Okay, hör zu. Du bleibst hier, ja? Ich kümmere mich darum. Hey. Vorsicht. Keine Sorge. Ich rede nicht mit Fremden. Außer mit dir. Wir bluten so lange, also ein bisschen voll. Hey, Theos Handy. Wähl den Notruf. Vielleicht können die helfen. Okay. Na, mal gucken. Crowley hier. Crowley. Sie leben also noch. Dann wollten die Risse einen Haufen Scheiße wie Sie wohl nicht fressen. Schnauze. Paddington hätte Ihnen den Stein nicht geben dürfen. Er war für mich bestimmt. Sie haben das also gesehen, ja? Wo sind Sie? Warum kommen Sie nicht raus? Man vergisst die Lust an der Jagd. Die Risse sind mir zu sehr an Ihnen interessiert. Bloß keine Sorge. Ich komme schon zur richtigen Zeit. Aber wenn Sie so an dem Stein festhalten, wird alles nur noch schlimmer. Wie fürsorglich. Ja, aber prüfen Sie PDA mit der Taste T. Das machen wir doch mal gleich. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Missionsziel, sofort Notruf anrufen. Telefon. Notruf. Was war denn? Okay. Haben wir mal bei Kontakten. Dann gucken wir da mal rein.
Aha, Sarah, keine Kontakte, keine Kontakte. Ich ruf mal Notruf an. Das müsste in Amerika, da wir in Amerika sind, müsste das die 9? 1-1 sein. Oder nicht, oder wie, oder was? Achso. Dr. Hartford hier, wir leiten die Notrufe aus dem Central Park weiter. Hey, ich bin im Central Park und schwer verletzt. Wer ist das nicht? Immerhin atmen Sie noch. In den Toiletten des Parks sollte es Verbandskästen geben. Holen Sie einen und festhalten, Drake, er spritzt alles mit Blut voll. Sehr freundlich. Eine Toilette. Ich sehe kein Klo. Hier gibt's Autos. Feuer! Warum auch nicht, ne? Ja. Komischen Arschgeier da. Ist mir auch gerade egal, ich suche jetzt eher gerade noch ein bisschen das Klo, also da wollen wir ja zuerst hin, also das ist... Die Jacke ist voll, scheiße. Ach, mit denen hier. Ah, okay, gut. Haben wir irgendwo noch was mit dem ersten Hilfekasten, was wir irgendwie verbinden können vielleicht? Warte mal, gucken wir mal. Ja, mal einen Schrank. Oh, einen Schrank aufkommen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir vielleicht eher brauchen hier unten. Die linke Seite der Jacke ist voll. Legen Sie ab ihr weg, um Platz zu schaffen. Was ist das überhaupt denn nicht? Ja. Was haben wir denn hier? Objekte nicht verbinden. Feuerzeug haben wir da. Batterien haben wir noch da. Kombinieren können wir das auch noch irgendwie, ich weiß nicht wofür, fallen lassen. Warte mal. Ach, falsche Taste. Verzeihung. Ich würde es gerne am... Ja, was denn zu abbrechen? O? Nee. U? Null? Was denn nun? Hallo? Brich das nochmal ab. Danke. Gut. Ja. Na, mal hin. Ich drück die falsche Taste mal, Freunde. Das ist Wahnsinn. Ja, nee, ein Taschentuch. Ach, wer weiß, wofür es gut ist. Wir nehmen das mal hin.
Gut. Okay. Ja, was? Ihr Dasten. Ach, Mann. Ja, nee, da wollte ich gar nicht hin. So. Hab ich's ja gekriegt? Oh, Kaliber 9 mm. Munition. Alle Schusswaffen. Das ist gut. Objekt nicht verwendbar. Schöne Sache. Also, wie wir jetzt diesen Bild schon gesehen haben, hier gerade schon, ne? Das heißt schon eine ganze Menge. Aber irgendwo muss hier irgendwas anderes sein. Und zwar, das können wir mal verlassen. Ja. Da, den habe ich gesucht. Toll. Rechte Jacke, das verlegen Sie ein Objekt weg. Okay. Dann legen wir mal ein Objekt weg. Und zwar, die rechte Seite mal weglegen. Was legen wir denn da weg? Ah ja, falsch. I. Q. H. Gut. Die linke Seite der Jacke ist voll. Lehnen Sie einen Weg, um Platz zu schaffen. Okay. Freunde. Erste Hilfe-Spray. Okay, da haben wir noch eine ganze Menge noch vor uns. Gut, okay, wir haben alle noch genug. Dann werden wir mal kurz hier nochmal beenden und werden wir jetzt noch ein bisschen andere Wunden noch ein bisschen versorgen noch. Und zwar mit H. Oh, H, hab ich gesagt. Also, okay, gut. Dann werden wir mal noch was anderes machen. Und zwar. Fallen lassen. Ja, es tut mir leid, aber wenn wir heute mal machen müssen, einfach mal. So, wieder auf Q. Ah ne, auf I. So. Ich finde die Tasten hier. Da war zwei von den Dingen dran, ne? Naja, gut. Fallen lassen. Fallen lassen. Ups. Gut. Fallen lassen, bitte. Danke. Ist ja schön, dass wir so viele Zeug haben, aber... Ernsthaft? Die linke Seite, okay, also die linke Seite. Linke Seite ist für mir aus das hier drüben oder was? Oder wie? Oder wer? Batterien, na dann wollen wir einfach mal fahren. Gucken, ob das was hilft. Ups. Mein Fehler. Gut, Q. Ja, war klar. Verbinden wir uns erstmal, bevor wir hier was anderes machen. Und die Verbindung wird uns stoppen. Haben wir getan. Gut, okay. Dann werden wir jetzt mal noch die Nachricht lesen, die wir gerade gekriegt haben. Das ist hier nicht welche. Wer hat denn geschrieben? Der hier. Dr. Hartford. Wunde behandeln. Drücken Sie H, um den Heilmodus zu wechseln. Sie dann zu den behandelten Wunden mit
der Bewegungssteuerung aus. Benutzen Sie schließlich die Taste 0, um mit dem Verbandszeug. Okay, X und zurück. Huch, vorbeigeschleudert. Und weg damit. Eigentlich hat man mehr Runden noch gehabt normalerweise. Oh. Gut, nur heißt irgendwie hier rauskommen. Ist die Frage, wie kommen wir hier raus? Wir gucken mal kurz auf den normalen Modus, ob wir irgendwo eine Möglichkeit haben, irgendwo rauszuklettern. Haben wir in dem Sinne nicht wirklich. Verstehe. Aber wir haben eine Möglichkeit, uns vielleicht was so frei zu springen. Dafür müssen wir ein von den Dingen wieder fallen lassen hier. Die Kabelverbindungen können mit einem Schuss zerstört werden. Nein, wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nehmen wir es bei denen erstmal mit. Und dann werden wir uns mal was anderes basteln. Und zwar werden wir uns jetzt mal mit I nochmal ausrüsten. Und zwar werden wir uns eine Waffe jetzt nehmen. Und zwar halt. Na, müssen wir wieder dahin. I, bitte. Dankeschön. Und jetzt gehen wir auf den C-Modus. Müssen wir mal nachladen wieder. Sehr vorteilhaft. Ich sehe hier hinten was anderes Lustiges noch. Ich weiß, worauf sie hinaus will. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Nächste Let's Play jetzt zu Alone in the Dark. Also bis dahin. Tschüss.